Hallo und willkommen zurück bei Prey. Wir haben ja jetzt hier. Ach, warte mal. Wir haben ja hier. Finish Time, bla bla bla. Hier bewegt sich nichts. Statisches Bild, gut. So, das Teil dahin gebracht. Diese Rampe. Ich weiß nicht für was und ich weiß auch nicht, was die soll. Ich gehe da jetzt einfach mal gucken. Was die so macht da. Mia Baker, hier war ich drin mit dem Safe, ne? Ja, ja, gut. Ich habe keine Ahnung, was diese Rampe da soll. Ich verstehe es nicht. Warnung, Sauerstoffversorgung defekt. Bitte evakuieren, weiß, bis Techniker oder Operator Maßnahmen ergreifen konnten. Ich weiß, dass wir hier gleich rausgehen, weil es mich gerade ein bisschen triggert. Mehrere Ziele, 37 Meter. Ich weiß nicht, was das... Information. Okay, das ist das. War ich auch schon drin. Auch schon. Moment, jetzt gehen wir da wieder raus. So, was bringt mir das jetzt hier? Ah. Und jetzt? Ja, hä? Kann ich das da irgendwie hochfahren? Das sieht nur so aus, wenn das hier hochfährt dann, ne? Müssen wir nochmal gucken gehen. 40 Meter, 30 Meter. Wir gehen halt nochmal runter. Gehen wir halt nochmal gucken. Gehen wir halt nochmal gucken. Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät. Also erstmal hier mehrere Ziele. Hier in der Ecke. Ach. So blöde. Teppich über dem Weg da. Hier in der Ecke ist nichts. Obwohl hier der Marker ist. Mehrere Ziele. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist oder so. Ob es ein Anzeigefehler ist. Also das kann sein. Ah, dann nehmen wir den Klumpen weg. Hier ging es doch irgendwo runter. Okay, hier ging es runter. So, und jetzt ist doch... Muss ich das irgendwie fahren oder so? Ich habe keine Ahnung. Da ist die Rampe. Und das sieht aus, als wenn ich das irgendwie fahren könnte. Also das fährt hier so, weiß nicht, keine Ahnung. Oder hoch und runter, ich weiß es nicht. Warnung, Sauerstoffwerte kritisch. Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät. Ja, hier fehlt was, oder? Hier fehlt was, was hier draufsteht. Und dann hochgehoben wird, oder nicht? Was bringt euch das? Das macht mir das Hirn kaputt. Was bringt mir diese Rampe jetzt da? Und was denn für ein Shuttle? Sollte hier ein Shuttle stehen? Sind wir da noch nicht so weit, oder was? Haben wir jetzt schon wieder vorgegriffen? Ich hab halt keine Ahnung. Geht das da auf, oder? Ich nichts weiß. Dass man da oben drauf kann, das triggert mich auch noch irgendwie. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich bild mir ein, ich war jetzt hier schon überall drinne. Es ist nirgendwo mehr was. Was rot. Escape Pods. Dann komme ich hier runter zu den Escape Pods oder was? Wo komme ich denn? Bin ich die Treppe schon mal hoch und runter? Warnung! Sauerstoffwerte kritisch. Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät. Hallo? Kann uns jemand...
Ich bin mit Emanuela de Silva in einer Fluchtkapsel. Wir stecken in der Startröhre fest. Die Luke an der Außenseite sollte bei der Einleitung des Starts der Kapsel abgesprengt werden. Aber die Bolzen hatten eine Fehlfunktion. Können Sie uns helfen? Sie müssen rausgehen, um die Luke von außen zu entfernen. Ich verlange viel, aber ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Abwarten und verhungern wahrscheinlich. Hinter der Abdeckung ist ein Überbrückungsschalter, um einen Kapselstart zu erzwingen. Aber drücken Sie den nicht, bis die äußere Luke geöffnet ist. Sonst werden wir in Stücke gerissen. Okay. Jetzt habe ich es ein bisschen verstanden. Wer denn jetzt her? Ich war doch schon mal hier. Achso. Kapsel 2 Fehlfunktion. Und die da. Warnung. Sauerstoffwerte kritisch. Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät. Jetzt muss ich raus. Luke 58. Jetzt muss ich anscheinend raus. Und muss von außen. Das verstehe ich nicht. Ich war hier doch schon. Ja, ich glaube, ich muss echt raus jetzt. Muss von außen die Luke aufmachen. Officer Jia, hier ist Chief Elazar. Jia hier. Chief, wie kann ich helfen? Gehen Sie in die Datenzentrale und bitten Sie Chief Shaw, Grant Lockwoods Peilsender zu reaktivieren. Der wurde bei seiner Kündigung deaktiviert, aber offenbar war Grant nie im Shuttle. Ich will wissen, wo er ist und ihn dahin bringen, wo er hingehört. Schon dabei, Chief. Liebes Zukunftswir. Heute... Zukunftswir? So wollen wir uns nicht ernsthaft nennen. Heute ist es mir gelungen, meine wunderschöne, dickköpfige Partnerin zu... Dickköpfig? ...zu überreden, im Bett zu bleiben und keine Extraschicht zu machen. Und das ist der Dank dafür. Jetzt nicht. Okay, jetzt geht's hier ein bisschen weiter. Captain Hale, Shuttle Exalt. Ich versuche, die Brücke zu erreichen. Keine Antwort. Bitte bestätigen. Ich habe einige Systemfehler. Ist flächendeckend. Ergibt irgendwie keinen Sinn. Ich muss sofort landen. Ein Sicherheitsteam wäre gut, wenn ich reinkomme. Ich höre Geräusche in der Kabine. Scheiße, was ist da los? Ja, müssen wir mal gucken, was da los ist, ne? Oh Junge, was sind hier für Missionen? Das ist ein Mission nach dem anderen. Ich komme überhaupt nicht in der Hauptgeschichte weiter. Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist die Luke? Irgendwie. Außenbereich. Raus hier. Ich komme gar nicht in der Hauptgeschichte weiter. Das macht mir jetzt schon ein bisschen zu schaffen. Mikrogravitation entdeckt. Was? Wo denn? Ach, da. Was? Ich hab hier immer noch? Ja, warum denn? Warum hab ich denn hier immer noch? Ach, da.
Ich hab's gar nicht gesehen. Ich hab's gar nicht gesehen. Okay. Ach, da sind einige. Rotte ich euch halt alle aus. Mir ist es wurscht. Zack. Ich kämpf doch da nicht rum, ey. Ihr werdet abgefackelt, ihr Maden, ihr. Gut, dann haben wir jetzt hier die Luke. Komm, Strahlung, Strahlung, Strahlung. Zack, weg. Ja. Und jetzt? Jetzt war ich hier bei der Luke und... Ich hab da mal eine Frage. Jetzt aktiviere den manuellen Start der Fluchtkapsel Shuttle Dock. Sag ich jetzt mal, nix dazu. Oh, dein Ernst, oder? Rinn, raus, rinn, raus, rinn, raus. Okay, gut. Was, ich weiß gar nicht, welche das ist. Ich finde es schade, dass wir den einen nicht retten konnten. Aber wir haben halt dem sein Ding gehackt, ne? Dann haben wir es aufgemacht. War halt... Wir hätten den reinholen sollen. Wir hätten den einfach sagen müssen, hier... So wie wir die Frachtcontainer als Luftschleuse gemacht haben, ne? Was ist das denn? Menschliche Leiche, 50 Meter, da gehe ich nochmal hin. Ja, wir hätten einfach die Nummer eintippen sollen, dass wir das andocken wollen. Dann hätten wir quasi zwei Fliegen mit einer Klappe gehabt, ne? Wir hätten den Typ gerettet und wir hätten unsere Andockschleuse gehabt. Unsere, ja nicht Andockschleuse, unsere, ne? Luftschleuse. So, komm mal hin, komm mal hin. Komm mal her. Komm mal her. Hallo. Danke. Und wieder rein hier. Und wieder die Frage, warum kann ich die Leichen tragen? Was soll ich mit denen machen? Muss ich die später irgendwann einsammeln? Nee, bitte nicht. Quasi so, dass sie auf der Erde beerdigt werden oder so. No one left behind und so. Auf einsehen. Könnt ihr mir tun. So. Und renn hier. So. Ich muss endlich mal hoch in Alex Büro. Ich glaube, da haben wir drei Aufträge, die wir erledigen können. Schädliche Atmosphäre entdeckt. Ja, ja. Was? Mehrere Ziele, 18 Meter. Achtung, passt auf. Mehrere Ziele, 6, 5, 4, 3. Soll ich hier was trinken oder was? Hier ist nichts. Das ist ein Anzeigefehler.
Also das ist echt Anzeigefehler. Irgendwas stimmt da nicht. Warte mal, wie war das jetzt hoch, ne? Muss erstmal hier wieder recyceln. Was habe ich alles eingesammelt? Oh Gott, mein Inventar ist voll. Es wird echt immer voller. Ah, hier ist noch so ein Dings. So. Wieder weg. Da könnten wir konsumieren. Den da weg. Das ist der Tee, ne? Der Tee. Den gönnen wir uns auch mal. Zack. So, sonst noch was weg? Nö. Der Rest ist Essen und so. Das behalten wir jetzt nochmal. Okay. So. Warnung. Geht das jetzt wieder los? Einmal hoch. So, dann war das. An der Pilotenlounge vorbei. Die Treppe hier hinten runter. Und Rettungskapsel 2 auslösen, gell? Und als ich ja in der letzten Folge gesagt habe, oder war das Anfang dieser Folge? Hä? Hier waren wir doch schon mal? Nein, hier waren wir nicht. Die andere Fluchtkapseln sind beim Kraftwerk da unten. Da in der Nähe. So, die Zweier, ne? Oder? Diele? Na, die Zweier, glaube ich, oder? Ich habe keine Ahnung. Kapsel 2, ja. Start der Fluchtkapsel in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Warnung! Sauerstoffwerte kritisch. Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät. Danke, Morgan. Es bedeutet mir sehr viel, dass Sie das getan haben. Trotz Frank. Ich übermittle Ihnen die Position von etwas Nützlichem. Ich konnte es nicht von der Station mitnehmen, aber vielleicht hilft es Ihnen. Abigail, diesmal nehme ich auf. Du auch, Emma? Ist gut, Danielle macht mit. Sie wird uns decken, falls es Probleme gibt. Sie hat ja gesagt? Wir haben verhandelt. Ich musste auch zu ein paar Dingen ja sagen. Alex! Verdammt! Warten Sie! Ich entschlüssele den Rest. Okay, Dr. Cole hat die Aufzeichnung von Morgens Zusammenbruch auf seinem Computer gelöscht. Die letzte Kopie ist in seinem Büro versteckt. Ich gehe nicht zurück. Sie müssen sie sich selbst holen. A, C, B, A, C. Viel Glück! Ach ja, ist jetzt gut jetzt. Teague, kommen! Wir hatten Feindkontakt, aber der Feind, der Sie ist... hätten im Frachtraum Stellung halten sollen. Ich konnte nicht, Chief. Konnte diese Leute nicht. Kommen Sie zu den Fluchtkapseln. Negativ. Fluchtkapseln defekt. Als wären sie deaktiviert. Nur 4 von uns haben es zur Lebenserhaltung geschafft. Ich sehe Rammer hinter Ihnen. Negativ. Rammer ist nicht mehr Rammer, Chief. Diese Dinger. Chief, der Aufzug geht nicht. Sind ausgesperrt. Oh Gott, Rammer. Rammer ist hier. Teague, weg. Teague. Erika, komm. Wie viel muss ich mir jetzt hier anhören? Sie wollten mich sprechen? Ja, ich brauche einen Termin, um den Aufbau eines speziellen Partikelinjektors in der Wasseraufbereitungsanlage zu überwachen. Moment mal, Sie wollen bitte was? Wie bestätigt, entsprechen Ein- und Auslassarmaturen den Vorgaben. Und was genau soll dieses Ding in unsere Wasserversorgung injizieren? Das steht mir nicht frei zu sagen. Aha. Tja, dann haben wir ein Problem, Tobias. Dr. Kelstrup hat es bereits abgesegnet und... Für so etwas benötige ich eine Unterschrift von Alex oder Morgan. Aber solange ich also keine Tinte auf einer gepunkteten Linie sehe, müssen Sie Ihren Injektor weiter Dr. Kelstrup zeigen. Oh Gott, wie viel sind's denn? Wie viel muss ich mir denn anhören? Erika, hier spricht Kirk Rammer. Wir sind in Fluchtkapsel 8-9. Es kann losgehen, aber die Startsteuerung reagiert nicht.
Haben Sie alle Schritte des Startvorgangs exakt befolgt? Ja, es kam sogar ein Warnton, aber die Luke schließt sich nicht. Die Abtrennung ist nicht möglich. Warten Sie. Ich schaue mir die Pläne an. An den Sprengbolzen sollte es einen Sensor geben. Erika, bitte beeilen Sie sich. Ich sehe alle Kabel, aber warten Sie. Das kann nicht stimmen. Können Sie uns von dort aus starten? Können Sie wenigstens die verdammte Luke schließen? Nein. Ich glaube nicht. Gibt es vielleicht eine Kurbel? Rammer. Rammer, haben Sie verstanden? Sind es denn die alle, die ich mir noch nicht angehört habe, oder was? Weil das sind, glaube ich, einige. Haben Sie Price gesehen? Was? Ist er mal wieder nicht zu seiner Schicht aufgetaucht? Er antwortet nicht über Transcribe. Ich habe Abigail gebeten, in seiner Kabine nachzusehen, bevor sie herkam. Diesmal wird ihn die Personalabteilung nach Hause schicken. Er hat sich schon auf dünnem Eis bewegt. Ich dachte, ihm ging es besser. Mit Nitrexon und den Besuchen bei Dr. Cole. Ich rufe die Sicherheit und lasse ihn suchen. Hoffentlich geht es ihm gut. Ja, okay, gut. Also das ist... Warte mal. Wie viel haben wir denn hier? Ja, Gegenstände, Neuromods, haben wir 12 Stück. Junge. Audiologs. Ach. Ja, das sind noch ein paar, die mir da anhören müsste. Ich glaube schon, oder? Hey Lane, hier ist Gus vom Frachtraum. Haben Sie einen Reployer von der Erde bestellt? Was bestellt? Reployer. Das ist eine Maschine. Eine Maschine? Wozu ist die gut? Tja, das weiß ich nicht. Ich hatte gehofft, Sie könnten es mir sagen. Soll das ein Witz sein? Ich hab zu tun. Sie sind Industriedesigner, deshalb dachte ich, Sie wüssten es. Sie wissen wohl nicht, was ich tue. Und ich habe keinen Deployer bestellt. Reployer? Fragen Sie doch in der Technik nach. Hab ich schon. Ich hab alle gefragt. Niemand hat ihn bestellt oder weiß was davon. Okay. Seltsam. Gut. Hab ich schon gehört? Vielleicht komme ich heute Abend runter und sehe mir das Ding mal an. Kommt mir bekannt vor. Das wäre wunderbar. Mit dem Reployer. Ja, kein Problem. Da ist das nächste Transcribe. Okay, ich würde sagen, wir hören uns die einfach in der nächsten Folge mal ein bisschen an. Damit wir einfach wissen, was hier so... Dr. Equus letzte Worte, das habe ich doch aber schon gehört, oder? Dr. Equus Frau, vollgetankt. Wir starten einfach die nächste Folge hier mit diesem, mit dem hier. Und dann hören wir uns mal... Ich glaube nicht, dass wir uns alle anhören müssen. Aber einfach die, die ich noch nicht gehört habe, hören wir uns einfach mal an, dass wir vielleicht ein bisschen dahinter kommen, was hier so wirklich abgeht, wer was gemacht hat. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und gebt euch mit netten Menschen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.